Hi Simon! Hallo Mimi. Jetzt warten wir ganz kurz. Ich muss kurz mit euch reden. Und zwar haben wir ja neulich diese Prank Bros Videos geschaut. Und jetzt, wo die mit Pranks aufgehört haben, dachte ich mir, wir können das Erbe sozusagen weitertragen von den Prank Bros. Die haben ja die Messlatte schon hochgesetzt, aber ich habe ein paar Ideen, um den Simon richtig krass wegzupranken. Der wird nämlich täglich, ist der Simon immer so ein Tomatenbrot. Und wartet mal ab, was ich vorhab. Wir werden jetzt mal schauen. Der sitzt. Mimi, alles klar? Ja, alles in Ordnung. Ich muss hier kurz noch ein bisschen was sortieren. Okay. Was willst du eigentlich heute essen? Wieder ein Tomatenbrot, oder? Das Tomatenbrot mit Salz und Pfeffer, okay? Okay, na wie immer Machst du also. das? Ja, das Mimi? könnte. Mega nett, danke. Ja, klar, kein Problem. So, ich habe hier schon mal ein bisschen Brot geschnitten. Jetzt schneiden wir hier noch die Tomaten. Was guckst du so an, Simon? Meine eigenen Videos wie immer. Ach, Gibt nice, ja sonst nice. keinen Qualitätscontent. Ja, leider. Es haben ja ein paar YouTuber aufgehört, bestimmte Videos zu drehen, so. Die ändern ja den Content und ja. Ja, das Video von gestern ist Platz 7 in den Trends. Krass. Live Maschallah. Krasser Scheiß. Ja. Ja. Hast du schon Hunger? Ja, mega Hunger. Also Tomate, Salz, Pfeffer, ne, hast du Ja, gesagt. hau ordentlich Pfeffer drauf. Du weißt, Ja. ich liebe Pfeffer, Ja, wie Bruder. immer halt, ne? Bruder, du weißt. Bruder, du weißt. Simon, ich habe dein Essen fertig. Warte mal, ich pack's noch auf den Teller. Nice. Bester Mann. Ja, du weißt doch, ich muss mich ja hier irgendwie einbringen. Und die Küche ist natürlich mein Hauptgebiet. Ich bin ein Virtuose in der Küche. Keiner macht die Tomatenbrote so gut wie ich. So, bitteschön. Vielen Dank. Ja. Was hast du heute noch so vor? Ja, na, ich vlog heute noch ein bisschen. Guck halt so, was der Tag noch so bringt. Ist ja jetzt auch schon abends. Ja. Fällt dir irgendwas auf irgendwie? Ist irgendwas anders so oder ist alles wie immer? Junge, was hast du mit dem Brot gemacht? Was hast du mit dem Brot gemacht, Alter? Was denn? Ist irgendwas anders? Ich habe mir voll Mühe gegeben. Alter, verarschst du mich? Nee, nee, Das nee, ist ein nee, Prank. nee, nee. Was hast du mit dem Brot Ich gemacht? hasse Pranks. Alter. Digga. Wenn du irgendwas Ekelhaftes mit dem Brot gemacht hast, das finde ich richtig, richtig asozial. Also Essensprank, so hört es bei mir auf. Echt? Aber ist doch alles in Ordnung, oder? Schmeckt es irgendwie eklig jetzt, oder? Irgendwas hast du mit dem Essen gemacht? Ey, das ist. Mal richtig. Wenn ich da schon dran denke, ich muss. Was hast du mit dem Essen gemacht? Sag's jetzt. Aber was hast du mit dem Essen gemacht? Den Pfeffer weggelassen. Du bist krank. Du bist krank. Du meinst Pfeffer. 50.000 Likes dafür. Junge, bei 50.000 Likes, ich werde so hart zurückbrechen. Ich werde so hart. Ja, komm da. Geh da hin, wo der Pfeffer wächst. Richtig ge***t haben wir den.